Was haben wir hier? Jede Menge Bambus. Bambus wächst doch relativ schnell nach. Ist doch eines der am schnell wachsendsten Gräser. Ich glaube, das gehört zu den Gräsern, wenn ich mich nicht irre. Es ist eine zweistellige Zahl. Und Kuro, man darf auch inzwischen Zahlen schreiben. Ihr habt die richtige Antwort schon genannt, nur habt ihr sie geschrieben. Also ausgeschrieben habt ihr sie. Lass mal raus aus der Wohnung. Und es ist wieder schön geworden. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Können wir mal Pause machen. Können wir jetzt hier Blumeneskalation sondersgleichen starten? Müssen den Untergrund hier erstmal grün machen. Da ganz gut dabei. Ein, war das hier grün zu setzen. Hallo fahren, könntest du mal das machen, was ich von dir möchte? Lass dich mal an den Untergrund ansehen.
Hier haben wir überall ein kleines Gestrüpp reingesetzt. Pfandengras. Pfandengras. Goldrute. Gerne das Gestrüpp. Die Buschettchen. Hallöchen, Flasania, Grüße. Na, wie geht's dir? Oh nein, warum kaputt? Was passiert? Was hast du gemacht? Wo hast du dich rumgetrieben? Setzen das denn hin, ich da hinten. War heute so mega spül. Und ein Großeinkauf hat mich einfach gekillt. Oh no. Jetzt bist du zu Hause, jetzt kannst du entspannen, dich zurücklehnen, die Katzis verwöhnen. Dass wir nur noch den Bereich hier grün kriegen, beziehungsweise das wird hier eine knifflige Geschichte. Da müssen wir mit verdörrtem Zeug auch arbeiten. Irgendwie Übergang hinkriegen. Nehmen am besten einmal so einen großen Stein. So. Was haben wir denn? Ja, wir haben diese ganzen toten Äste. Die können wir hier reinsetzen. Das ist nicht das Problem. Okay. Wie groß möchtest du sein? Das Ding, ja. Dann setzen wir die Geschichte auf.
Wenn man viel schwitzt, trinkt man zu wenig. Ich weiß ja nicht. Naja, du musst schon gucken, dass dein Wasserhaushalt irgendwie im Gleichgewicht bleibt. Und trinken alleine hilft da oftmals auch nicht. Denn mit dem Schweiß packst du ja auch jede Menge Salz und so weiter und Mineralien aus dem Körper raus. Auch die müssen irgendwie wieder aufgetankt werden. Wie das genau zusammenhängt. Keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Salzwasser trinken wäre fatal. Hast du da nicht eine Doku drüber gesehen, Lasagne? Was für ein Diebstahl denn? Sehr in GTA drin. Das Salzkraut war doch so kaputtig. Was haben wir denn noch? Das Bisongras war auch noch relativ ausgedörrt. Und gute brauchen wir noch hier drüben. Einen guten Übergang herstellen. Kann, muss aber nicht. Gras ist halt relativ klein. Ja, sieht noch so als Übergangslösung ganz gut aus. Wird auch einfach jetzt umfunktioniert zum Busch. Sowieso immer eine gute Idee, einfach Bäume zu Büsche machen. Zufällige Drehung rein. Ah,
Das Klärchen, Rigani, ich wünsche dir eine angenehme Nachtruhe, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Und falls wir uns nicht mehr, nee, du hast gesagt, wir sehen uns wahrscheinlich nicht mehr, weil du Donnerstag fliegst, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Urlaub, erhol dich gut und komm gesund zurück. Und lass dich auch verarbeitlich ärgern. Schilf wächst auch relativ schnell nach. So ein bisschen Farbe. Kann das hier schon vertragen. Haben wir hier noch den Silberfarn, der ist aber relativ groß. Der würde so schnell nicht in der Nähe nachwachsen. Und das stelle ich ihm jetzt einfach mal. Oh no, eine Mücke nicht schon wieder. Aber heute haben wir ja nicht davon gesprochen, Lasagne. Der Fluch liegt jetzt auf dir. Der Fluch. Aber Fnasania, einfach das Horn. Känguru-Gras war ja relativ, das ist noch relativ groß. Wieder das Salzkraut.
Dann müssen wir mit der Rochenzieher. Nee, shit. Wie heißt das? Ah, das war eine Kiefer, ne? Borstenkiefer. Ja, genau. Setzen wir die hier auch noch so ein bisschen dran. Einfach so ein bisschen eine wilde Kreation schaffen. Ah, Menno, geht auch nicht jedes Mal. Wir fixieren diesen Baum, dass nicht alles hundertprozentig gleich aussieht. Das hat jetzt Josie. Das hat Josie mit Kegeln zu tun. Jetzt geht es gerade in Flasanias Kopf ab. Tja, Flasania. Ich wohne immer noch mietfrei da drin. Was? Komm. Ja. Nom nom nom. Nehmen wir noch mal ein bisschen Salz drauf, was hier mit dran. Wo war der eine, wo stehen denn? Den habe ich auch jetzt auch noch mal ein paar Mal. Kriegen wir so schöne alte Wellblechhütten hin? Bin ich schon die ganze Zeit nebenbei, während ich das hier baue, am Überlegen. Ich bezweifle es, wenn ich ehrlich bin. So nennt man das, wenn die Kugel keine Kegel trifft, beziehungsweise in die Rinnen links oder rechts reinfällt. Das ist aber auch gemein, warum man das dann auch ausgerechnet Kugel nennt. Da muss doch Alkohol im Spiel gewesen sein, als diese Namensgebung stattfand. Wahrscheinlich zu wenig. Ich glaube, bei Keglern geht es tatsächlich in erster Linie darum, die Pins umzunocken. Und dann in zweiter Instanz geht es dann um... Zack,
allen Keglern unbeliebt gemacht. Ja, Kegeln und Polen ist ja nochmal was anderes. Die viel wichtigere Frage ist, nimmt man das da auch gut? So, vielleicht noch den Streifen hier irgendwie anpassen. Hier haben wir wieder das süftige Grün, genau. Das süftige Gran. Und auch schon die nächste Frage. Am Rand, ich wusste gar nicht, dass dieser Fisch giftig ist. Dann setzen wir hier noch ein bisschen Penny die Nessel. Hallöle Freaky, was geht? Schön dich zu lesen. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Wie lief denn, muss wahrscheinlich heute wieder geflogen sein, oder? Wie lief denn so der Flug? Hier bin ich nicht abgeschlafen. Oh, dann, morgen, Herr Kapitän. Ich hoffe, du hast einigermaßen gut schlafen können. Wie lang geht denn die Baustelle bei dir vom Fenster? Haben die da irgendwie was ausgehangen oder bist du quasi jetzt gefangen und musst harren, bis die da endlich fertig sind? Wird ein Einfamilienhaus gebaut. Oh, ja, okay. Das kann dann tatsächlich ein bisschen
länger dauern. Gibt es da schöne Bilder? Ja, da sind wir ein bisschen zu grün. Na, wobei geht. Nationalpark Vulkan Arena. Das sind dann auch so kleine Holzbuden drumrum. Naja. Die Frage, wie ich das hier alles so zusammengeschustert. Das ist ein bisschen größeres Projekt und ich glaube, ich mache hier keine Höhle rein. Ja. Höhle, nicht Höhle, das ist hier die Frage. Das würde sich halt anbieten, ehrlich gesagt. Aber was für ein Tier lassen wir da dann einziehen? Wir haben ja Wasser. Okay, ich kann jetzt auch nicht fliegen gehen, er muss seiner neuen Sucht nachgehen. Oha. Was für eine Sucht denn? Wir wissen noch nicht, welches Tier hier einziehen wird, aber es wird ein Tier einziehen. Ja, Kapibaras mögen Wasser, das ist richtig. Kapibaras haben wir aber hier. Was umziehen lassen. Easy. Oh no, böses Handy. Muss hier einmal so einen Weg machen. Ja, so einen Weg und dann hier aber wieder Wasser.
dann darf ich da jetzt hoffentlich wieder Wasser hinsetzen. Nice. Cool. Das geht. Jetzt hier ein bisschen das positionieren. Ja gut, aber warum ich glaube, du musst da weg. Jetzt hier mal eben schnell ein bisschen das Licht das Ganze zusetzen. Und verkleiden. Das kann ja gerne mal einer eine Statistik geben, wie viele Steine hier gesetzt sind. Aber das wäre es ja, wenn das Spiel von Hause aus irgendwie auflisten würde. So und so viele Props sind gesetzt worden. Das wäre interessant. Legt euch nicht mit A an. Hat das Spiel schon quasi durchgespielt. Jeder Stein $20, was immer mehr. Roman Azar hat erfolgreich Pfauenfede 1997 mit einem Abonnement der Stufe 1 verstrahlt. Dankeschön, René, für das Gift des Zappen. Au, au. Mit den Mumins. Oh, verrückter. Das musst du doch nicht, das meinst du ganz genau. Okay. Angenommen, wir setzen da die Capybaras rein. Wovon ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausgehe. Hätten die schon mal einen Tunnel da lang zu laufen? Ich könnte mir aber eher vorstellen, dass da was anderes hinkommt.
Pumas. Ah, aber die können ja auch schwimmen. Ja, aber die Capybaras passen hier halt nicht so gut hin. So verpflichtet wird hier niemand. Vielleicht möchte Frau auch viel lieber hier im Chat mit anwesend sein. Warum sind hier eigentlich diese komischen Hubbel? Was möchte das Spiel mir damit sagen? Gute Nacht. Oh, angenehme Träume. Dann bis zum nächsten Mal. Ein Gang unter einer Pfütze, da wäre ich nie drauf gekommen. Nimm mal im Ernst, Chapeau. No, ach, ich finde das gar nicht mal so schlimm. Ja, das ist hier oben eine Pfütze. Das stimme ich dir ja zu. Da ist eine Quelle dahinter, man sieht es nicht ganz genau. Da strömt die Quelle aus. Eigentlich müsste das Wasser dampfen, denn es ist eine sogenannte Thermalquelle, weil hier ist ja Lava am Start, also wäre es theoretisch eine Thermalquelle. Und nee, ich fand eigentlich die Idee jetzt gerade einfach cool, dass man hier schön unterm Wasserfall entlanglaufen kann. Ich bin gerade noch am Überlegen. Es sind ja, wenn die Capybaras hier einziehen würden, kann ich hier einen Weg reinsetzen. Das ist auch völlig in Ordnung, René. Du darfst die auch Pfützen nennen. Ich bin kein Großbaumeister. Das funktioniert bei Wasserfällen nicht bei mir. Ich mag die einfach nicht so groß. Okay. Wir kriegen den Weg da lang. Dafür müssen wir einfach nur ein bisschen ummodeln. Sie hat geschlafen, deswegen habe ich gerade so doof. Jetzt ist sie von einem Leckerchen wach geworden.
es leider runtergefallen ist. Ich wollte eigentlich, dass es... Scheiße, ne, das darf ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass es bei ihr vor der Schnute landet. Hat aber nicht geklappt. Es ist runtergekullert. Das hat sie wahr. So, hier dürfen wir den Weg entlang setzen. Und dann gehen wir hier auf Gelände abflachen. Ja, ich glaube, es haben die Capybaras gewonnen, wenn ich ehrlich bin. Dann kommt da jetzt der normale Weg hin mit Bordstein. Müssen wir das hier noch kurz ein bisschen anheben. Nee, das Wasser war vorher höher. Gut. Müssen wir das hier alles wieder anheben. Das ist nämlich das, was ich befürchtet habe, dass jetzt der Weg einen Strich durch die Rechnung macht. Also, Nora ist kein Problem. Capybaras sind ja schon da. Warte. Wir haben ein normales Capybara und ein Eisberg-Capybara. Hier haben wir unser Eisberg-Capybara. Ich finde die Krallen irgendwie unvorteilhaft getroffen, wenn ich ehrlich bin. Warum haben Capybaras Penisfüße? Warum? wild. Ich bleib da jetzt so eiskalt drauf. Ist das bei ihm auch so? Und yes, I see what you did there. Nun. Hübsch. Sehr hübsch. Tja, ich spiele schon lange Blended zu, aber das ist, ja. Genau, Lasagna Penis oder Krallen?
Aber ich sehe nicht richtig. Aber das ist echt gewollt von denen. Das ist schon anders wild. Muss man ja mal sagen. Jetzt ist die Frage, gibt es noch andere Penistiere? Könnte eine ähnliche Krallenform haben, die Wombats? Maybe the Wombats. Hallo, Wombat. Nee, du hast richtige Krallen. Die haben's richtige Krallen gegönnt. Kängurus. Vielleicht die Kängurus. Mal, das sind die Präriehunde, das, dann sind die Kängurus. Hier. Zeig einen Mittelfinger. Lasagna verarbeitet immer noch die Penen. Das heißt die Mehrzahl. Wild. Einfach nur wild. Dahin wollte ich. So. Bebe Kukasi hat gerade mit 100 Bits gecheert. Und gute Nacht, ihr Lieben. Nacht, Ikasi, und Dankeschön für die 100 Bits, du Verrückter. Dankeschön. Schlaf gut. Ganz liebe Grüße an Frauchen zu Hause. Und lasst es euch gut. Ihn. Und danke, dass du so lange dabei warst. Ich hoffe, ein angenehmer Tag und nicht nur Chaos und so. Dann drücke ich die Daumen, dass es ein sehr angenehmer und ruhiger Tag wird. So wie ihr ihn euch vorstellt. Ich würde sagen, warum liegen hier schon Knüttel rum? Ich habe da noch gar keine Tiere drin. Viel Spaß beim Gassi gehen, Lea. Komm gesund zurück. Nicht so einfach hier das mit der Kamera lang zu gehen. Ich könnte ja in den Erkundungsmodus gehen, das wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Nee.
einfach kann ja jeder. Ne? Dann angenehme Träume den Nachtgängern, wenn es mit dir. So, jetzt hätte ich gerne das hier noch als Stützbalken. So viele Steine, ja. Und so viel Wasser, die das Spiel, dass das Spiel zum Ruckeln bringt. Das ist toll. Oh, wie lieb. Aber denk dran, Schlaflok ist zwar immer gut, aber mach mich leise. Denn es könnte ein unvorhergesehenes Geschrei kommen. Ich kenne euch. Du bist zu tief. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. So, richtig so. So, Steine bis in die letzte Ecke. Damit das vom Flasania-TÜV abgenommen werden kann. Müssen wir nur noch hier den Weg ein bisschen verstecken. Nee, ihn ist falsch. War in einem anderen Land. Nee, Italien war es auch nicht. Versucht es mal so mit Schweizer Städten.
So, dann kommen hier ein paar Palmen hin. Soll ja auch das Leben wieder sprießen. Was, Anja? Geh doch nicht so hart mit dem Reizbericht. Sie kann doch auch nichts dafür. Manchmal ist sie halt so. Es ist die lange Zeit, die sie hier schon verbringt. Da wird man verstrahlt, verpeilt und kriegt Dinge nicht mehr so hundertprozentig. Müsstest du doch wissen. Vari, du bist so leise. Weil ich geschumpfen habe. Sei doch nicht so gemein zu Nurei. Du weißt, wie lange sie schon hier ist. Und sie ist halt dann mit der Zeit auch jetzt eine von uns und ist verstrahlt. Das müsstest du doch eigentlich wissen. Eine von uns, eine von uns. Bald sind wir nur noch bei 1 Million Neues. Ich glaube, wenn das so weitergeht, muss ich wirklich den Zoo als Sandbox spielen. Wäre aber für mich schon quasi die größte Strafe. So. Wasserfall. Erstmal okay so. Problem ist nur, wenn ich jetzt da Capybaras einziehen lasse, ne? Wie kriege ich es hin, dass die Mitarbeiter überall hinkommen? Also wieder Wasser raus. Wir müssen noch mal ein bisschen terraformen.
Nee, leider nicht ganz. Wobei, leider nicht ganz.